Hallo meine lieben Freunde der plastischen Kunst und herzlich willkommen zum Quartalsbericht 4 2021 und somit auch schon wieder zum Jahresendbericht 2021. Es kommt mir vor, als ob es erst vor ein paar Monaten gewesen wäre, der Jahresendbericht 2020. Und wir werfen mal wieder einen kurzen Blick zurück. Was hat sich dieses Jahr alles so getan? Was habe ich modellbautechnisch so zusammenbekommen? Und da es leider diesmal nicht so viel ist, habe ich auch ein bisschen Platz reserviert, den ich euch zur Verfügung gestellt habe. Das heißt, ihr konntet mir ein paar Bilder schicken, was ihr so das Jahr geschafft habt. Und das schauen wir uns nachher mal gemeinsam an. Aber jetzt würde ich sagen, fangen wir ohne Umschweife direkt mal mit meinem Jahr 2021 an. Angefangen hat es ja für mich mit dem M3 Stuart von Hasegawa. Ein Wichtelgeschenk noch aus 2020 von einem Modellbaukollegen. Den habe ich im Afrika-Schema angemalt. Ein sehr schönes kleines Modellchen ist es geworden. Und wie ihr sehen werdet, habe ich dieses Jahr relativ viel für Afrika getan. Weiter ging es mit dem Morris Quad und der 25-Fünder, ein Artilleriegeschoss mit Infanterie dabei. Der Bausatz ist von Italari aus dem Battle of Alamein Kampfset. Und den habe ich auch im Counter-Schema angemalt. Und ich hatte es ja, glaube ich, schon im Quartalsbericht gesagt, ich finde, dem Morris Quad steht dieses Counter-Schema einfach richtig, richtig gut. Dann folgte das einzige Fahrzeug, was man nicht im Afrika-Tarnschema angemalt ist. Das Stuck 3 Ausführung A in Panzergrau. Ein Dragon-Bausatz, war nicht besonders kompliziert, wenig Teile. Die Ketten waren auch in einem Komplettteil. Und ja, das war einfach mal ein nettes kleines Fahrzeug, weil ich bei War Thunder, wie es so oft ist, wenn ich an einem Fahrzeug in War Thunder Spaß habe, dann baue ich das immer gern als Modell. Und nach wie vor mit diesem kleinen Stück Ausführung A kann man bei War Thunder richtig viel Spaß sogar haben. Als nächstes hätten wir hier den Panzerkampfwagen 3 Ausführung N von Dragon. Diesen habe ich mal mit quasi allem aufgerüstet, was man so bekommen kann. Also diese ganzen Grödelsachen, die Kanister etc. Das ist aus einem Black Dog Zusatzpaket. Dann hat er auch noch ein Metallrohr bekommen von Aber. Die Figur, also der Kommandant, der da oben rausguckt, ist aus einem Italeri-Bausatz. Und bei dem Dragon-Modell waren Gummiketten mit dabei, die haben mir aber nicht so gefallen. Da habe ich sie kurzerhand durch Plastikketten aus einem Rivier-Bausatz ersetzt. Und Futter-Ets-Teile waren auch noch mit dabei, allerdings waren die auch schon im Bausatz drin, also hinten die Lüftungsgitter und noch ein, zwei Sachen. Also ein ganz, ganz nettes Fahrzeug, hier wirklich mal alles reingehangen, was so ging. Und ein bisschen Tiefe fehlt noch, wenn ich mir den jetzt mal hier im Licht angucke, also vielleicht noch mal ein bisschen Shading betreiben. Und dann ist dieser Panzer auf jeden Fall auch einsatzbereit und ready for the battle. Ein britischer Sherman mit einer besonderen Lackierung, die habe ich mal auf einem Foto gesehen. Die habe ich hier versucht etwas nachzuempfinden, also mit diesem Schwarz, das fand ich sehr schön. Insgesamt auch ein einfaches Modell, ist auch aus dem Battle of Alamein Battleset. Und auch hier sehe ich gerade, ich habe die Griffe bzw. den Stiel von der Schippe und von der Axt noch gar nicht in Holz angemalt. Das muss ich unbedingt mal nachholen, denn der steht nämlich auch schon einige Monate hier rum. Dann noch von ESCI Ertel der Opel Blitz als Krankenwagen, ein mal etwas anderes Modell, das hat mir sehr gut gefallen, der war aber nur bedingt zu empfehlen. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben den zusammen in mehreren Folgen im Livestream gebaut, da habe ich euch auch mal gezeigt, wie man diese Streaking-Effekte und alles setzt. Also sieht immer noch ganz nett aus, müsste vielleicht noch ein bisschen verdreckt werden mehr, also ist jetzt schon ziemlich alt, aber noch nicht dreckig, da könnte man vielleicht noch was machen, denn leider hat sich auch ein paar Stellen, wenn ich das richtig sehe, die Farbe gelöst, also die Lackierung, also überall, wo er so dunkelgelb scheint, das ist quasi das Plastik. Da muss ich vielleicht nochmal an der einen oder anderen Ecke etwas nacharbeiten. Dann gleich zwei auf einmal, diese beiden Crusader, einmal der Mark I, das ist jetzt der vordere mit dem kleinen MG-Turm, und der Mark II, das ist quasi dasselbe ohne MG-Turm, sind S-Modelle, also relativ simple Schnellbausätze, die allerdings ganz nett detailliert waren, auch zwei, drei, vier Foto-Ets-Teile dran haben. Also ihr seht zum Beispiel die Scheinwerfer, die haben so einen Schutzbügel, das war ein Foto-Ets-Teil. Und ja, von diesen Crusadern braucht man natürlich für den Tabletop immer ein bisschen mehr. Die habe ich auch ganz einfach und schnell mal angemalt, also einfach nur in der Wüstenfarbe, ein ganz leichtes Alterungseffekt drauf, noch nichts groß, aber was ich jetzt hier vielleicht noch
nachträglich machen würde, wären doch noch die ein oder andere Spur, zumindest vielleicht auch hinten an dem Kanister, dass da ein bisschen ja, so ein Streaking drankommt, dass es aussieht, als würde es lecken und vielleicht hier und da ein paar kleine Röstpünktchen. Also ich glaube, die sind mir dann doch immer noch zu sauber, wenn man sie hier jetzt im hellen Licht sieht. Und noch eine Kleinigkeit für zwischendurch, ja, das kleine britische Geschütz von Svesta. Hier muss ich natürlich die Base noch gestalten, deswegen ist sie jetzt noch nicht dabei und die Jungs, die das Teil bedienen, fehlen noch. Aber einfach mal ein kleines Geschütz. Wie gesagt, ich habe viel für Afrika gebaut und darf natürlich auch ein bisschen Antipanzerwaffe der Briten nicht fehlen, denn die Deutschen haben ja einige Panzer, die man aufhalten müsste. Und was man natürlich auch ab und zu mal braucht, aber meistens zumindest mir am wenigsten Spaß macht, ist Figuren anzumalen. Da habe ich hier einmal einen Trupp britischer Soldaten in der typischen Afrika-Uniform mit kurzen Hosen und allem. Und die sind aus dem Italieri-Set, also aus dem El Alamein Battle-Set von Italieri. Eins ist es nur, hier, er ist gerade vorbeigefahren, der mit der Panzerbüchse. Der ist nicht von Italieri, den habe ich aus so einem Zusatzset, wo ich leider nicht mehr genau weiß, wie der Hersteller hieß. Ist auch von der Qualität nicht ganz so dolle, aber immerhin, da hat er eine Panzerbüchse in der Hand. Und ja, das war eigentlich so der Hauptgrund, warum ich mir dieses Set geholt habe. Und das letzte Modell, das ich dieses Jahr weitestgehend fertiggestellt habe, auch hier sehe ich gerade wieder, dass ich ganz vergessen habe, die Ketten sollten ja noch ein bisschen Sand bekommen, damit es auch ein bisschen mehr nach Wüste aussieht, ist der Panzerkampfwagen 2, auch wieder in der Afrika-Ausführung und ein Italieri-Modell. Ja, ihr erinnert euch bestimmt dran, den haben wir ja teilweise im Livestream zusammengebaut. Ich habe dann auch ein bisschen gezeigt, wie man den altert und hatte ein bisschen Probleme mit der Kette. Die war nämlich viel zu lang, die musste etwas gekürzt werden und wieder zusammengeklebt werden. Riesige Sauerei gerade hinzustellen, naja, also nicht gerade das beste Modell eines Panzer II, das kann man schon mal sagen. Aber wie gesagt, war nett zusammenzubauen und fertig, machte doch auch einen ganz netten Eindruck. So, und das war es eigentlich auch schon wieder. Mehr ist dieses Jahr tatsächlich nicht zusammengekommen, trotz Lockdown, trotz, dass man nirgendwo hingehen kann. Naja, man muss auch immer Lust zum Bauen haben, ihr kennt es ja wahrscheinlich. Aber dementsprechend bin ich sehr froh, dass ihr mir ein paar Einsendungen geschickt habt. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was ihr dieses Quartal, oder besser gesagt das ganze Jahr, so gebaut habt. Dieses Modell kommt vom deutschen LOL-Dude. Philipp schickt uns einen sehr schönen Tiger. Land Rover schickt uns britisches Kriegsgerät. Pascal schickt uns zwei schöne Panzer. Von Toni diverses, sag ich einfach mal. Also auf jeden Fall gut was geschafft dieses Jahr. Von John zwei sehr, sehr schöne Flugzeuge. Und von Gil eine Collage einiger seiner Modelle. Na, das waren noch ein paar sehr schöne Bilder. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und mein Jahresabschlussvideo mit ihren Beiträgen bereichern konnten. Dann bleibt mir eigentlich nur noch, euch einen guten Rutsch zu wünschen. Bleibt gesund. Nehmt euch vielleicht etwas vor für nächstes Jahr, was ihr auch schaffen könnt. Ich habe wie immer dasselbe Ziel, wie gefühlt schon seit 5 Jahren, angefangene Modelle fertigzustellen und nichts Neues mehr zu kaufen, bis das alte verbaut ist. Das hatte ich mir auch letztes Jahr schon vorgenommen und ratet mal was, ich habe natürlich wieder deutlich mehr Modelle gekauft, als ich welche fertiggestellt habe. Gut, wir werden sehen, wie es 2022 aussieht, deswegen alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Jahr. Macht's gut, bis dahin, euer Panzerschmied.